Ja, Alof schützt dich mit Steinhaut. Na, jetzt lass dich zurückfallen. Mit dem Fenrir wieder. Heilbereich, Edea, Waffen. Alof, Bogen, wird langsam Zeit. Seraphil, versucht mal den Licht zu übernehmen. I'm here. That's embarrassing. Hey, that wasn't it. Okay, Fenrir noch mal wiederbelebt. Jetzt werden wir mal diesen leeren Zähler los. Und den Dago Scharfschütze, weil die sind doch ein bisschen nervig gerade. Fenrir, stell dich mal tot. Ja, der hau mal Zeug gegen den raus. Seraphil, du auch. Oh. Seraphil. Gut, wir haben ihn platt gemacht. Weil die auch die Kraftstufe erhöhen und... Meteoritenschauer. Ja, es geht nichts über den Meteoritenschauer. Zauberbuch des Kämpfers. Lichtszauberbuch, dass das nichts Besonderes ist, wundert mich gerade. So, dann noch die beiden hier. Und was wir hier so finden. Yes? So, da. Alof, zeig mal, wie gut dein Meteoritenschauer ist. Gut genug, dass du trotzdem den Fluch der Dunkelheit abkriegst. Okay. Boah, wie lang hebt der, ey? Schwarzholzstamm. Kleine Heilungsschriftrolle und ein bisschen Jade. Wow. Hat sich voll gelohnt. So, hier ist noch ein Siegel der Dunkelheit. Schutzstein und etwas Kapperblatt und der Dampf, der von diesem Bottich emporsteigt, strömt einem schwachen Geruch von Kupfer aus. Okay. Kupferdampf. Klingt nach einer Distille. Oder irgendwas in der Richtung. Lichtstudierzimmer, Beseelungslabor. Ah, ja, Lichtbeseeler. Happy to oblige. Achso, Xoti hat noch gar keine Kraftstufe. Nur Seraphil. Lese ich mal Seraphil. Soll ich hier mal schnell rasten?
Ja, können wir mal machen. Nahrung sehr positiv. Gewandtheit und Wahrnehmung. Erlittener Schaden plus Schaden minus Gewandtheit. Vergessliche Nacht. Plus Macht. Heilung erhalten. Also für Edda. Nö. Das ist eins für Alof. Ja. Oh, von mir aus einmal für Xoti. Und das für mich und Seraphine. Okay. Ist alles ganz unten gelandet? Natürlich nicht. Glasierte Fleischstücke für Edea. Dann das da für Alof. Ja, Matrosenbrei, Verfassung, Macht. Meeresfrüchte, Eintopf. Nee. Panierte Jase, das ist für mich und Seraphine. Ja, Räucherrippchen für Xoti. So. Sollte Alof auch genau den Fluch wieder los sein. Und wir sind wieder gut gebufft. Und das ist jetzt die Lichinsel. Ja, Kartierung des Archipels. Auf einer Insel Nordosten habe ich eine überflutete Ruine gefunden, in der sich Lichs aufgehalten haben. Mhm. Ist jetzt die Frage, will ich erst noch ein bisschen im Norden lang segeln? Ich habe hier ja noch... was habe ich denn hier noch? Was hier? Oder nördlich von hier? Ah, hier was wiederzufinden ist schlimm. Ja, hier ist Mutare Ecosi. Da will ich aber noch nicht anlegen. Ich wollte eigentlich... Hier ist das die salzige Grotte. Ach, da ist das. Oh, und keine verletzte Schiffsmannschaft mehr. Also ja, können wir das versuchen. Uns die Lagune hier anzusehen. Das Schiff schwimmt auf einer großen Welle hoch, bevor du es in das nächste Teil hinunterrauscht. Luca hält sich an der Reling fest und ruft Befehl vom Achterdeck herunter, als sich Wasser auf das Deck ergießt. Dann zeigt auf die raue See etwas voraus im Wasser. Eine riesige graue Gestalt taucht kurz im Wasser vor dir auf und verschwindet wieder mit dem Schlag der nächsten Schwanzflosse. Was in Nornas Namen war das, schreit Luqua. Es identifizieren. Als es wieder auftaucht, siehst du drei Stoßzähne, die an der Vorderseite der Bestie sitzen. Sie sehen aus wie ein Trio scharfer Speere. Ein Kilutalik, ein großer fleischfressender Wal, der dafür bekannt ist, Löcher in die Seiten des Schiffes zu machen. Ja, wir lassen die Kreatur im Frieden ziehen. Darlins Augen begegnen deinen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Möglichkeit haben, Captain. Als ob dieses Stichwort wäre, bricht die Bestie erneut in den Wänden empor. Zwei der drei mächtigen Stoßzähne schlagen sich in die Seite des Schiffes. Der am höchsten gelegene Zahn zerreißt Takelage und Hauptsegel. Die beiden anderen, dicker und kräftiger, reißen das Schiff auf, bis sie an Deck wieder herausschauen. 15 Schaden am Rumpf. Alof schafft es gerade noch auszuweichen und entgeht zu dem Schicksal, von einem Hauer aufgespießt zu werden.
Greift die Bestie an, solange sie im Rumpf feststeckt. Schreitet nach vorn, die Klinge in der Hand und stürzt sich auf die Bestie. Der Seemann klammert sich an den oberen Stoßzahn und stößt dem Wader bei wieder und wieder das Schwert in den Kopf. Mit einem lauten Grollen wie Donner entlädt sich die Arkebuse die Luca, der auf das Auge der Bestie abfeuert. Endlich enden alle Bewegungen der Bestie. Seemanns Erfahrung. Die Schosse des Fallstecks ist noch immer im Schiff und sein Blut macht die Planken an Deck glitschig. Aber endlich herrscht wieder Ruhe auf der Defiant. Die Mannschaft sammelt sich, die Leute schlagen sich gegenseitig anerkennend auf die Schultern. Dann beginnen sie damit, die Bestie auszuschlachten. Nahrungsvorrat, Horn und Erfahrung. Ja, und ich brauche demnächst wieder Reparaturvorräte. Okay, will ich mich noch um die salzige Grotte kümmern? Komm, gucken wir uns die salzige Grotte noch an. Oh je. Siegelmeisterin Aurig, die Arkane Verrückte. Das ist noch so ein super Gegner. Yes? Quietly now. Absolutely. Very well. This is. Nuh-uh, didn't work. Alle sind geschockt und ängstlich, das ist nicht gut. What can I do? Yes? Can't take much more. I'm all right. Sorry, friend. Damn. Also ja, das ist so eine. Es gibt nämlich ein DLC, ich glaube, es war ein kostenloses, was spezielle Supergegner hinzufügt. Der salzige Blob und die da sind zwei dieser Gegner. Notizenmonster. Ja. Wo sind wir hier gerade? Nee, hier will ich nicht gucken. Ja. Schreibe ich es mal hier dazu. Östlich. Kann ich kein großes Ö? Doch, kann ich. Also, östlich geflutete Höhle. Das ist Nordwesten allgemein. Irre Supermagierin. Dum-dum. Und eigentlich von Krummsporn habe ich noch was, wo der Elf überleben braucht. Ich speichere jetzt erstmal und dann gucken wir uns das noch schnell an, was ich da markiert habe. LP056 speichern. Krummsporn war hier. Ich glaube, das habe ich schon fertig gehabt.
Weil hier ist ja nur die Vampirkrypta und der Wald der verbogenen Äste. Also kann ich das, glaube ich, rauslöschen. So. Dann tue ich nochmal über unseren Spielstand drüber speichern. Hab wieder komplett überzogen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder.